Es gibt ein Bewegungsmuster im Calisthenics und Ringtraining, was nur schwer abzudecken ist, und das ist vertikales Drücken nach oben. Als Anfänger schaffst du noch gar keine Pike-Liegestütze, und wenn du fortgeschritten bist, dann schaffst du Pike-Liegestütze, vielleicht sogar eine Handstand-Liegestütze, aber that's it. Von daher lohnt es sich, Übungen hier wie das Schulterdrücken in deinen Trainingsplan einzubauen. Heute zeigt uns Leo die richtige Technik für das Schulterdrücken mit der Langhantel. Bleibt dran, es wird spannend. Als allerersten Punkt schauen wir uns an, auf welcher Höhe die Stange liegen sollte. Die Stange sollte ungefähr die Höhe haben von eurem Schultergürtel. Vielleicht minimal tiefer, aber nicht zu hoch, dass ihr schon eine halbe Wiederholung machen müsst, um das Gewicht rauszuheben. Punkt Nummer zwei wäre dann die Griffbreite. Wenn ihr an die Stange rangeht, dann sollte der Ellbogen ungefähr hier mehr oder weniger senkrecht nach unten zeigen. Das wird für die meisten sehr gut funktionieren. Man kann auch ein bisschen variieren, ein bisschen enger oder einen Ticken breiter. Aber hier würde ich keine allzu große Range reinnehmen. Jetzt kommen wir zum entscheidendsten Punkt bei der Overhead Press aus meiner Perspektive. Und zwar ist das die Ellenbogenposition. Wir gehen unter das Gewicht rein, wir verlagern unseren Körperschwerpunkt unter das Gewicht und wollen jetzt schon den Ellenbogen gut unter der Stange positioniert haben, heben das Gewicht raus, kommen einen Schritt nach hinten. Aus dieser Position können wir jetzt gut das Gewicht am Kopf vorbeidrücken und nach hinten rausschieben. Gedanklich werdet ihr das Gefühl haben, oh, ich drücke ein bisschen nach hinten. Dabei drückt ihr aber eigentlich nur in einer geraden Linie nach oben. Ganz wichtig ist es, dass ihr eine sehr feste Basis unten unter euch stehen habt. Das heißt also, Knie sind gestreckt, Po ist angespannt, Bauch ist angespannt und von hier aus kommt das Gewicht quasi auf eure Fundament und von dort aus könnt ihr dann drücken. Achtet wirklich darauf, wenn ihr von oben wieder runterkommt, dass der Ellbogen nach vorne geschoben wird. Denn wenn ich hier unten stehe und das Gewicht hängt hier vorne, dann habe ich hier immer eine ungünstige Position, um vernünftig Kraft zu entwickeln, um wirklich nach oben rauszudrücken. Auch hierbei wollen wir natürlich die Atmung immer so beibehalten, dass wir hier unten Luft reinholen, dann nach oben rausdrücken. Das heißt auch hier wieder fest in den Bauch reinatmen, um viel Spannung aufzubauen. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, und zwar ist das Vermeiden einer zu starken Hohlkreuzposition. Wenn du dich komplett hier reinlehnst, dann machst du schon fast ein Schrägbankdrücken da draus. Das wollen wir natürlich auch nicht machen. Also idealerweise schaffst du es, hier vernünftig Spannung drauf zu bauen und dann nah an deinem Gesicht vorbeizudrücken. Ja, das macht das Ganze effizient. Wenn du allerdings keine ausreichende Schulterbeweglichkeit hast, dann wirst du automatisch hier kompensieren, damit du überhaupt hier nach hier oben kommst. Ja? Also wenn deine Schultermobilität hier oben nicht so gut ist, dann wäre es sowieso eine Überlegung, überhaupt erstmal mit einer Alternativübung anzufangen. Wenn du deine Überkopfbeweglichkeit verbessern willst, dann starte gerne einfach das Mobility-Programm bei uns in der App. Ich blende dir hier ein bisschen ein, was dich da erwartet. Da haben wir zusammen mit Leon Moving Monkey einiges abgefilmt, auch hier für deine Schulter, was dir da weiterhelfen kann. Welche Muskeln trainieren wir denn jetzt eigentlich hier primär beim Schulterdrücken? Dadurch, dass das eine Druckbewegung ist, haben wir ganz klar auf jeden Fall den Trizeps im Fokus. Ja, wir haben eine starke Armbeugung und dann strecken wir den Arm auch. Dafür ist immer hier der Kollege hier hinten verantwortlich. Und sonst haben wir sehr viel vom vorderen Schultermuskel mit drinnen und den großen Trapez hier oben. Ne? Also hier oben, wer so ein bisschen Nackenmuskulatur haben möchte, der ist mit dieser Übung auch gut aufgehoben. Das war's mit der Technikerläuterung für das Schulterdrücken. Wenn du das Schulterdrücken in deinem Trainingsplan drin haben willst, lade dir die D-Ringe-App runter. Und wenn du Interesse hast an einem professionellen 1:1-Coaching, weil du irgendwelche Fragen noch hast, dann melde dich gerne bei Leo. Link dazu zu seiner Webseite findest du hier in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass unbedingt einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere das Glöckchen, denn nur so können wir weiterhin diesen Content für dich produzieren. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.